Hallo, hallo. Einen guten Morgen, Ja. den Herrn Dalsim Quoron hätte ich gern Ja, das ist mein Telefon. Was kann ich für Sie tun, bitte? gesprochen. Ach, das sind Sie? Ja, Wunderbar, dass ich Sie erreiche. Herr Quoron, Sie haben doch im Internetgewinnspiel für das iPhone 8 teilgenommen. Sie erinnern sich vielleicht noch. iPhone, sehr gut. Ja, genau. Am 22.05. war das. Sie haben ja da teilgenommen und jetzt sind Sie einer der ersten Teilnehmer. Wir von Bo sind ja der Sponsor von dieser Aktion und die Aktion heißt jetzt Lesen und Reisen. Dazu sind Sie jetzt herzlich eingeladen. Das bedeutet, dass Sie von uns einen exklusiven Hotelgutschein erhalten. Hotel? Woran Sie reisen doch sicherlich auch gerne mal, oder? Ich habe keine Zeit zu reisen, ich habe Firma. Ach, Sie haben Firma. Ja. Okay, alles klar, dann weiß ich Das Bescheid, kann na? dann meine Frau, kann ich das Frau schicken mit den Kindern, das kann ich meine Ruhe haben. Kann man das Ja, so machen? kann man es auch machen, Sehr gut, natürlich. sehr gut. Und wohin Wie denn? viel? Kann ich die Schwiegermutter ganz weit wegschicken? Kann man das auch machen? Die Schwiegermutter. Ja. Herr Quorin, natürlich können Sie den Gutschein auch verschenken, wenn Sie möchten. Also der ist nicht an Sie gerichtet, nicht personalisiert, ne? Okay. Das ist also auf jeden Fall möglich. Sie können Ihre Frau damit in Urlaub schicken oder Ihre Schwiegermutter, wen auch immer, Ja, wie Sie möchten. kann man das in Tal der Zecken bei Kasachstan schicken? Tal der Zecken, oh Gott, Sie sind aber ganz böse. Ja, das Jetzt. muss ja, ich muss ja Rache nehmen für das ganze Pein des Schlagen und alle Sachen. Ach so, tatsächlich werden Sie so mies behandelt zu Hause. Ja, nur die Schwiegermutter, das ist schrecklich. Aber Ach. was will man denn machen? Vielleicht kann ich das an Reise schicken. Okay, Quorum. Soll ich Ihnen jetzt den Hotelgutschein vorstellen oder dann doch nicht? Kein Interesse. Jetzt kann ich das, wenn Sie sagen, ich kann das beides Frau geben, Ja. können Sie bitte sagen. Okay. Okay. Okay, dann stelle ich Ihnen den mal vor. Und Ja. zwar, dieser Gutschein ist gültig in 2000 Hotels europaweit. Ganz viele sind aber hier im Land, ne? Ja. Sie buchen einfach das Hotel, drei Übernachtungen für zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 17 Jahre werden komplett von uns übernommen. Und die, genau. Und die Verpflegung, sprich Frühstück und Abendessen, tragen Sie selbst, aber die teuren Übernachtungen sind kostenlos. Der Gutschein Genau, der Gutschein ist auch 3 Jahre gültig. Also keine Hetze, ne? Schnell einlösen und so weiter. Übertragbar wäre er auch. Also wie schon gesagt, das habe ich ja Ja. gesagt, man kann ihn also auch verschenken. Und weil wir da der Sponsor sind, erhalten Sie zu diesem hochwertigen Hotelgutschein auch noch eine spannende Zeitschrift dazu. Oh, sehr Aber gut. aufgepasst, nur mal für 12 Monate, ne? Zum Antesten, etwas, was Ihnen natürlich auch Spaß macht. Oder Ihrer Frau eventuell und das zu unserem hausinternen Lieferpreis. Und nach 12 Monaten können Sie das Ganze auch schon wieder beenden, weil wir sämtliche Kündigungsfristen rausgestrichen haben. Die gibt es da nicht. Und den tollen Hotelgutschein natürlich obendrauf geschenkt dazu. Ne? Ja, Also eine ganz tolle Sache. was darf das Hotel kosten? Also das Hotel kostet immer so viel. Also es ist immer so, drei Übernachtungen für zwei Erwachsene und zwei Kinder werden immer übernommen, egal welches Hotel Sie sich raussuchen. Ob das ein 3-Sterne-Hotel ist oder ein 5-Sterne, ist egal. Die Verpflegung allerdings, na, das hatte ich Ihnen ja auch Ja. gerade gesagt, Frühstück und Abendessen tragen Sie Und selbst. Na? Mittagessen werden die bezahlen? Nein, Mittagessen, das sind Sie ja meistens unterwegs. Wenn Sie irgendwo im Urlaub sind, da sind Sie ja meistens nicht nur im Hotel, sondern Sie sind ja auch tagsüber mal weg. Ja. Deswegen Okay. ist da Mittagessen nicht drin. Ne? Alright. Deswegen nur Frühstück und Abendessen tragen Sie selbst, das Ja. bezahlen Sie Das selbst. müssen wir dann Aber die. halt mitnehmen. Das ist ja kein Problem. Wie bitte? Das muss man dann halt mitnehmen. Aber das ist ja kein Problem. Ja, nö, das müssen Sie mitnehmen. Oder Sie kaufen sich einfach einen Snack zwischendurch. Das Oh, ist ja kein Thema, ne? das ist schon mal bei einem Hotel Frühstück essen. Das ist Käse von Labor und dann soll man 20 Euro bezahlen. Das ist nichts gut. Da will ich selber essen. Also das ist jetzt nicht unbedingt hier der Fall. Sie haben da immer ein schönes Kontinentalfrühstück. Sie können sich heraussuchen, was Sie möchten. Sie müssen ja keinen Käse essen. Sie können ja auch ganz was anderes essen. Was Die kann Hotel. ich? Continental Army? What? Kontinentalfrühstück. Also Frühstück, richtig, okay. ja, Frühstück, ja, da gibt es eine Ja. riesen Auswahl. Das ist ja meistens ein Buffet, wo Sie zur Verfügung haben, Ja. wo Sie sich raussuchen können, was Sie möchten, ne?
Sie müssen nicht Käse essen, wenn Sie nicht möchten. Sie können sich den Käse raussuchen, den Sie möchten. Ja, oder Sie können wichtig. Sich eben eine Wurst oder sonst was oder einen Fruchtsalat oder sonst irgendwann Marmelade, Konfitüre oder sonst was. Ja, aber Sie wissen ja, wie es in den Hotels heute ist. Da kann man sich das ja immer raussuchen selbst. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht, genau. Das ist sehr lang gelettet, um mal Urlaub machen. Kann man da Joghurt bekommen? Das ist sehr wichtig. Ja, Joghurt gibt es immer überall jetzt mittlerweile, in jedem Hotel. Ne? Das ist ja schon so Standard. Gewesen. Das ist ja Standard mittlerweile. Ja, also mittlerweile ist es Standard, ne? Also ein Hotel ohne Joghurt, das gibt's ja schon gar nicht mehr, ne? Das ist Herr Quorren, jetzt muss man halt, ist das, weil gibt das Farm, kann man das Tier mitnehmen bei Hotel? Ja, man kann auch Hunde zum Beispiel oder Haustiere mitnehmen, da kommt es jetzt halt drauf an. Es gibt Hotels, die haben das sogenannte Haustiersymbol dran. Und in diesen Hotels dürfen Sie es auch mitnehmen. Also mittlerweile schon sehr viele, natürlich auf dem Land, in der Stadt wahrscheinlich weniger. Aber auf dem Land ist es schon... Haben Sie gesagt, Sie sind von Hamburg? Nein, von Offenburg, hier unten. Aber nicht weit von Ihnen. Ja, weil das ist ja... ich bin einmal zu Hamburg bei Messe gewesen, ja. Und das, ich habe jetzt kein Hotel finden, wo kann ich das Meerschweinchen mit hinnehmen? Das ist ein großes Problem. Ich muss das bei Jugendherberg schlafen mit 6 anderen Leuten bei Zimmer. Ach so, ah ja. Ah ja, nee, also das dürfen Sie auf jeden Fall mitnehmen, Ihr Meerschweinchen, ne? Ja, und Chamäleon? Das ist egal, also solange es jetzt irgendwie in einem Käfig drin ist, ist es, glaube ich, kein Problem, ne? Also fragen Sie einfach dann im Hotel nach, ne? Normalerweise sind es ja immer Hunde und Katzen, aber wenn Sie dann andere Tiere mitnehmen möchten, ist wahrscheinlich auch kein Problem. Das ist denen wahrscheinlich lieber, als wie wenn Sie einen bellenden Hund mitnehmen, ne? Ja, das Chamäleon, das nicht schreien, das kein Haares verlieren und das nicht... So ist. Bei Ecke sein Toilett machen. Das ist nur manchmal schwierig, wenn man dann muss zu das Termin und man kann das Chamäleon nicht finden, weil sich das hat tarnen. Ah so, das ist schwierig. Kann ja das Farbe irgendwie machen. Herr Quorren, jetzt wollte ich Sie mal fragen, welches Thema macht Ihnen denn Spaß? Was lesen Sie denn jetzt zum Beispiel mal ganz gerne? Oder Ihre Frau? Ich lese immer Rechnungen. Ja, und was lesen Sie gerne? Zum Beispiel im Bereich Sport oder Nachrichtenmagazine, im Bereich Wissen, Geschichte vielleicht oder Kunst. Sind Sie kunstinteressiert? Nein. Ich habe das einmal probiert. Ich kann nicht einmal ein Herz für meine Frau malen. Das sieht auch aus wie Meerschweinchen. Ja, das müssen Sie ja auch nicht. Sie müssen ja nur Kunst verstehen oder sich interessieren. Sie müssen ja nicht malen können. Richtig, weil ich werde das immer Eifersuchtung, weil ich kann das selber nicht malen. Mhm. Ja, und wie sieht... Geschichten, ist das was mit Geschichte, ist sehr gut. Mit Geschichte, mhm. Also da habe ich die damals, da kennen Sie die? Das was bitte? Damals, so heißt dieses Geschichtsmagazin, die Zeitschrift damals. Was die hätte ich jetzt da. Was war damals? Also damals, so heißt die Zeitschrift. Und die beleuchtet immer verschiedene Epochen und auch natürlich auch viele Religionen und so weiter. Und es wird dann auch ausführlich erklärt alles und beschrieben. Okay. Und es ist auch nur ein Monatsmagazin und kostet alle 4 Monate, also 3-mal im Jahr 30 Euro. Und dann kriegen Sie den tollen Hotelgutschein für die Familie obendrauf dazu geschenkt. Ja, sollen wir das mal probieren? Was wollten Sie mir erzählen? Was ist damals gewesen? Ich hab das also so heißt die Zeitschrift, Herr Quorren. Ja, das ist für Geschichte, aber was ist da passiert damals? Ja, ich hab Ihnen ja gesagt, da werden verschiedene Epochen erklärt in der Zeitschrift. Ja, aber was ist damals gewesen? Ja, alles Mögliche, Sie wissen das ja. Damals ist alles, was mal schon gewesen ist, Geschichte. Ja, das habe ich ja verstanden, aber Sie sagten doch damals und dann habe Sie plötzlich wieder von einer Zeitung reden. Das ist ja die damals, so heißt die Zeitschrift. Ach, das ist das die Name Zeitschrift heißt, ja, das will ich ja Ihnen die ganze Zeit schon sagen. Die Zeitschrift heißt damals und das ist ein Geschichtsmagazin, ja? Geschichtsmagazin. Und dieses Geschichtsmagazin beleuchtet Themen aus den Bereichen Kultur, Kunst und Politik, verschiedene Epochen, Kulturen und Religionen. Oh, das ist schon wieder mit Kunst. Nee, das, was haben Sie? Nee, nicht nur. Kultur, Politik, auch Epochen. Was wollten Sie? Haben Sie vielleicht ein anderes ohne Bilder? Ohne Bilder. Ich weiß jetzt nicht. Kunstbildung.
Nein, nein, das, da wird alles Mögliche erzählt darüber. Ne? Es ist dabei, aber es ist nicht nur ausschließlich. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, Politik ist auch dabei, Kultur ist dabei, verschiedene Religionen und Kulturen werden da beleuchtet. Das bildet, das macht mir wütend. Das kann ich nicht. Genau. Ich habe schon immer Probleme bei Arbeit mit Aggressik und mit Kunst, das mir sehr traurig machen. Ja. Also nehmen Sie doch einfach ein Reisemagazin, die Merian. Da haben Sie immer was davon. Und Merian, so heißt dieses Reisemagazin. Alright, aber das, ich werde doch selber reisen. Da muss ich ja nicht zugucken, wie andere Leute es einfach reisen. Nö, Sie kriegen da Ideen, wo Sie hin verreisen können. Ich habe da ja gar keine Zeit für. Ja, dann nehmen Sie doch einfach ein Fernsehmagazin oder was für die Wirtschaft, das kommt ja Ihnen vielleicht auch zugute. Da haben wir zum Beispiel die Focus Money da oder die Börse Online oder Kapital oder sowas. Ja, das ist doch auch für Sie als Geschäftsmann in Ordnung, oder? Ja, aber das Aktien und das Fernsehgucken, das ist von das heilige Ziegelgott Ganesha, das ist bei Indien verboten, das kann ich nicht machen. Kann man so. Was haben Sie mit Nachrichtung? Nachrichten habe ich Fokus, den Spiegel oder den Stern da. Haben Sie das Cicero? Ja, habe ich auch da, kommt einmal im Monat. Das ist das beliebteste Zeitung von Callcenter, das wollen die mir immer verkaufen. Also, nein, ich würde Ihnen lieber den Stern oder den Fokus geben oder den Spiegel, ja, ehrlich gesagt. Ist das andere nicht gut? Es ist auch gut, aber das ist Geschmackssache alles. Also, deswegen, ich kenne den Cicero halt nicht gut, ich kenne halt eher den Stern, den Fokus und den Spiegel. Deswegen würde ich den jetzt eher verkaufen. Ja, das ist, wie jetzt gesagt, das ist Burda. Ja, Burda, genau. Das auch eines anrufen, der sagt Burda, Springer, Bauer, Axel Springer. Ist das eine Firma? Nein. Nein, das ist nicht eine Firma. Aber wir haben natürlich auch Zeitschriften von anderen Verlagen, darum geht's, ne? Ja, aber der hat gesagt, das ist alles ein Zensat nein. zusammen. Nein, das stimmt nicht. Also dann hat er gelogen, das stimmt nicht. Also Burda ist Burda und Burda vertreibt natürlich Zeitschriften auch von jemand anderem, zum Beispiel den Spiegel. Wissen Sie ja, dass dieser Verlag oben in Hamburg ist, der ist nicht bei uns. Aber trotzdem verkaufen wir natürlich auch den Spiegel, das ist klar. Das ist so schlimm, wenn das Leute am Telefon immer lügen. Ja, das finde ich auch nicht in Ordnung. Ja. Uns gibt es seit 114 Jahren, Herr Quorum, und da können Sie sicher sein, dass, was ich Ihnen jetzt sage, auch korrekt ist, sonst gäbe es uns nicht mehr. Ja, wollen Sie mal den Cicero kennenlernen? Kommt nur einmal im Monat und kostet alle 4 Monate 33,80 Euro. Aber was Sie mir gesagt haben, das ist ja auch nicht richtig gewesen. Was denn? Ja, Sie haben ja gesagt, Sie sind das Sponsoring von des Gewinnspielen. Das, ja, sind wir auch. Das stand drunter, dass das Firma, das da beworben mit das Logo, dass das in keiner Geschäftsbeziehung steht zu des Gewinnspielfirma. Doch, also es stand auf jeden Fall drunter. Na, das steht auf jeden Fall drunter. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben oder nicht. Sonst hätte ich Sie nicht hier auf meinem Bildschirm und könnte Sie auch nicht anrufen, ja, doch, Herr Quorum. Ihr Firma, das kauft ja auch nur das Daten von das ganze Datenfangfirma. Nein. Nein, um Gottes Willen, wir sind ja dem Datenschutzgesetz verpflichtet, Herr Quorum. Das ist ja heute nicht mehr so einfach alles. Ne? Ja, Sie als Kunde werden ja total geschützt. Ne? Ja, also insofern, geschützt von des Telefonziege, weil das ist ja so, dass Menschen das machen bei einer Gewinnspielung bei Internet mit, dann vielleicht nicht lesen, was steht da drunter. Und dann das Firma, wo macht das Gewinnspielen, wird das Daten an alle Leute weitergeben, wo hat man das Kreuzlein machen, dass man da hat vielleicht Interesse und dann da anrufen. Das gibt's, das Kreuzlein, aber so weit runter gehen die meisten halt nicht, ne? Deswegen wird es dann oft vergessen, rauszunehmen oder wie auch immer. Herr Quorum, haben Sie jetzt nun Interesse an der Zeitschrift oder nicht und an der ganzen Aktion? Nee, eigentlich wollte ich ja nur gucken, was Sie so machen. Ach so, okay, also. Ja, jetzt bei mir den ganzen Tag das Leute anrufen, ich bin jetzt gerade bei Ziegenmelken mit Headset und dann immer, das ist gute Ablenkung. Also mit dem können wir noch ein bisschen sprechen, weil ich habe erst in einer halben Stunde nächstes Kunden. No, ich habe jetzt aber gleich schon den nächsten Kunden und dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Tag, ne? Möchten Sie Ziege kaufen? Wir haben Ziegen. Ach nö, nicht unbedingt. Ich habe keinen Garten und nix. Ja, das kann man ja bei Callcenter reinstellen. Dann ist das intelligenteste Wesen bei Laden. Ja, alles klar. Okay. Herr Quorum, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Werde Sie schicken.
Schauen wir die nochmal an. Tschüss. Hallo. Wiederhören. Glücklicher Tschüss. Vertrag. Sehr gut. Na, so kann man es auch machen.